Hallo zu Let's Play The Evil Within und wir haben das letzte Mal Kapitel 10 überstanden und jetzt sind wir in Kapitel 11. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie heißt das da? Ja. Kapitel 11, Wiedervereinigung. Oh, wir schwimmen. Wir können sogar schwimmen. Sonst wollte er nie ins Wasser rein. Ich wollte eigentlich die Schaufenster kaputte. Ja. Ich bin der Schaufensterpuppen. Schänder. Wie gesagt, das kommt irgendwann noch in der Crimson Post. Oh, Kontrollpunkt. Ja, wir hatten ja eben schon gespeichert, hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht. Wir gucken uns hier noch überall um, wo wir hier gelandet sind. Wir sind hier irgendwo, es sieht so aus, als wären wir irgendwo gelandet in den... Ja, es sieht aus, als wären wir hier in den neuen Bundesländern gelandet, kurz vor der Wiedervereinigung. Das Kapitel heißt ja so. Die Klinik scheint das einzige intakte Gebäude zu sein. Wie ist das möglich? Ups. Können wir euch auch unter Stups schubsen? Wir gucken, ob hier nicht noch irgendwo was liegt. Alles absuchen. Können wir auf das Karussell gehen und ein paar Runden drehen? Nein, können wir nicht. Oh! Kommen wir da drauf, da ist, habe ich ja was, bei meinen alten entzündeten Augen haben wir was entdeckt. Da hinten. Ja, das ist nicht so. Nein! Jetzt holen wir sie aber mit. Jetzt holen wir sie mit. Ja. Und wie kommen wir jetzt drauf, um die runterzuholen?
Hallo? Jetzt habe ich gerade 4, 5, 6 Kugeln verschwendet. Und wir kommen da nicht. Das gibt's doch nicht. Können wir da springen? Nein. Ja, aber irgendwie muss man hier doch rankommen. Aber hier war er doch. Hier ist... Nein. In welche Richtung müssen wir denn gehen? In welcher Richtung ist der richtige... Ist da vielleicht noch was drauf? Können wir da klettern? Nein. Oder geht's hier runter? Also, da müssen wir doch nach hinten hin. Aber da kommen so komische Geräusche, die gefallen mir gar nicht. Die machen mir Angst. Huhuhu. Wir brauchen wieder Munition für die, ich glaube 4 Schuss für die Shotgun und 4 Schuss für die, dann wären wir wieder voll. Dann lohnt es vielleicht doch noch. Oh, warum kann ich hier nicht hin? Machen wir uns keine Gedanken darüber, wir können da nicht hin. Black Hair Cruise. White Frog. God. Wow. Sieht schon gigantisch aus, das hier. Schubsen wir mal schnell die runter. Wo bist du gelandet? Ziemlich im Arsch aus, die Stadt. Können wir noch runterschubsen? Nein. Ziemlich im Arsch, aber irgendwie geil. Die Optik. Wow. Ja, wirklich, das hier ist jetzt eine, also muss ich sagen, also eine richtig geile Optik. Aber es sieht irgendwie auch gefährlich aus. Ja, die Grafik, die ist schon... Also, ja. Hier ist die Grafik. Ach, Alter. Open. Ja, wieso geht die Leuchtreklame noch? Da ist doch kein Strom mehr drauf. Ja, das müssen wir uns erklären. Warum ist da nur Strom? Ja, also die Grafik echt. Also ich bewundere gerade, also das hier sieht wirklich episch aus, richtig episch. Ja, überall die Leuchtreklamen gehen über noch, also Strom ist noch da. Jetzt wohl hier. Wir können die Grafik bewundern und gleichzeitig eben auch noch
gucken, ob wir nichts übersehen. Ich glaube, jetzt brauchen wir wieder Licht. Ja, also das hier, also die kaputte Stadt, also hier drin ist es nicht mehr so schön. Tür! Sei ruhig, mach keine Geräusche. Ja gut, es ist halt noch die Partikel in der Luft, aber gut, aber es ist, ja gut, schlecht ist die Grafik natürlich ja nicht, aber so episch wie draußen, also das, wir wollen wieder raus. Munition. Streichhölzer auch voll. Was haben wir hier? Eine Pistole. Neuer Gegenstand, neuen Gegenstand erhalten, Magnum. Dieser maßgefertigte Revolver feuert durchschlagende, großkalibrige Patronen ab. Er weist zahlreiche Gebrauchsspuren auf. Ja, wenn er so lange noch funktioniert. Achso, schnell. Also, warum ist jetzt bei der Granate nicht der Schnellzugriff festlegen? Könnten wir ja auch mal benutzen, die erste Hilfekoffer, aber die können wir nicht im Kampf benutzen, weil die Nebenwirkungen haben, und das habe ich auch schon in einem Let's Play gesehen, die Nebenwirkungen sind nicht so ganz angenehm. Magazin, Reserve, maximal. Werden wir uns später miteinander nacheinander aus. Kartenfragment 21. Grüne Grütze. 36.000, wie viel? Auch egal. Gut, dass wir hier reingegangen sind, sonst hätten wir die Magnum nicht gefunden. Das ist doch... Erstmal randalieren, es ist sowieso alles kaputt. Können wir auch noch ein bisschen mehr kaputt machen. Warum ist gerade die... Gerade die, die wir... Shootbox... Können wir nicht anschalten? Nein. Also weiter im Text. Nett an. Und wir können natürlich nicht mehr zurück. Genau. Es ist jetzt, na gut, bis über einen Meter, aber da kann man niemals drüber klettern. Aber niemals hochklettern, das ist unmöglich. Was können wir jetzt erschlagen? Nix. Gar nix. Zwingerkäfig-Dingen.
schnell hier raus. Ja, und sobald wir raus sind, ist es zu und die Wände klatschen aneinander. Kontrollpunkt. Ich gucke mal auf die Uhr, wir machen noch ein bisschen. Was haben wir hier? Noch einen Erste-Hilfe-Koffer, die wir natürlich nicht benutzen, weil wir sie bis zum Schluss aufheben. Die brauchen wir jetzt definitiv nicht, schade. Oh, das hier ist ja ein nettes Gerät. Plattenspieler und Kassettenrekorder in einem. Dann einen hochmodernen PC. Das ist dasselbe, den ich hier zum Aufnehmen habe. Und daneben ein altes Radio und ein altmodiger Fernseher, aber auch hochmodern. Das ist die gute alte Röhre. Grüne Grütze, 36.400, ach meine Güte. Und ich kann mich nachher nicht entscheiden, für was ich es ja ausgeben soll. Na, sprinten sollten wir, wir sollen es einfach machen. Sorry, aber langsam. Du bist gepanzert. Aber ich denke, der hat so einen verdächtig aussehenden Rucksack, also so eine Flasche auf dem Rücken gehabt. Ruckel. Ja, es ist schon hier atmosphärisch. Das muss ich zugeben. Hallo? Kann ich dich hier mit... Hallo, mein junger Freund. Nicht, dass du gleich hier durchbrichst. Nein! Jetzt rüber. Jetzt sollten wir erstmal gucken, was wer da noch grunzt. Guck mal, wer da grunzt. Da haben wir einen Grunzer. Kann ich den von Schleichwegen nehmen? Dreh dich nicht um. Nein. Komm her. Von wo kommst du? Ich will. Nein, das war zu früh. Hallo? Jetzt. Oh, Mann, ich verschwende wieder. Was verschwende ich wieder? Munition.
wieder Munition. Oh, grüne Grütze. 37.200 ist das so. Ich hätte auch noch einen Grunzer hier. Du drehst dich jetzt auch um, sobald ich komme. Nein, nein, nein. Verdächtig. Hier können wir hoch. Ein verdächtiger Grunzer. Jetzt dreht er sich wieder um. Ja. Ich hätte ihn eben nehmen können. Dich will ich. Aber ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Das wird nix. Warum hat der jetzt nicht den Kopf getroffen? Ah, das war ja wieder Hallo? Flucht. Nein, nein. Hier haben wir hinten noch eine Handgranate liegen. Du kannst aber. Ja, das ist doch schon mal besser. Wie können wir da auch runterspringen? Ja, runterspringen können wir, aber nicht hochklettern. Verbrennen. Oder nicht verbrennen. Besser nicht verbrennen, aber jetzt... Da ist ein Alarm losgegangen, die Tür ist alarmgesichert, ja klar. Was liegt da hinten? Schrot. Nicht, dass wir es vergessen. Aber jetzt könnten wir wieder ein paar normale Pistolenkugeln verbrauchen. Gebrauchen. Sicherheitshalber. Altmodischer Schlüssel. Ein Schlüsselbund von einer Leiche im Durchgang. Er gehört zum Materiallager. Hallo? Hallo? Nein! Nein, 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 nein. Runter, runter, runter. Da ist er noch im G-Zombies. Nein. Das hätte mir doch jemand sagen können, dass wir hier mit MG-Zombies zu tun haben. Damit verabschiede ich mich von der heutigen Folge. Das nächste Mal wissen wir, da kommen MG-Zombies auf uns zu, da können wir wieder Schrot einsetzen vielleicht.
Oder sowas in der Art. Also bis zum nächsten Mal. Ich sag mal heute für heute Ciao.